Golden Latte, goldene Milch oder auch Kurkuma Latte wird das gelbe Getränk genannt, welches du mit pflanzlicher und auch tierischer Milch herstellen kannst. Soll es jedoch dank des Kurkuma entzündungshemmend wirken, solltest du auf jeden Fall pflanzliche Milch verwenden, da tierische Produkte Entzündungen fördern. Golden Latte sieht nicht nur herrlich goldgelben aus, sie schmeckt auch herrlich und ist dazu auch noch sehr gesund, sofern du sie mit pflanzlicher Milch, zum Beispiel Mandelmilch, zubereitest. Mandelmilch harmonisiert sehr gut mit den Gewürzen der Golden Latte. Es darf aber auch jede andere Pflanzenmilch sein, zum Beispiel Hafermilch, Haselnussmilch oder Cashewmilch. Probiere es aus, welche Pflanzenmilch dir zur Golden Latte besonders gut schmeckt. Nach gesicherten wissenschaftlichen Studienergebnissen ist Kurkuma geeignet, um Entzündungen einzudämmen, weswegen die gelbe Wurzel gerne bei Arthrose eingesetzt wird. Um von ihren Eigenschaften zu profitieren, kannst du damit Gerichte würzen oder ein leckeres Getränk herstellen. Wir stellen dir die wichtigsten Zutaten des Getränkes zunächst einmal vor. Die Hauptzutat nach der Milch ist Kurkuma, weswegen wir dir die Wichtigkeit dieser Zutat gleich zu Beginn erklären werden. Kurkuma wird auch Gelbwurz oder fälschlicherweise Safranwurzel genannt. Du bekommst es meist gemahlen als exotisches Gewürz, in den meisten Bioläden aber auch als frische Wurzel. Kurkuma färbt Speisen intensiv gelb und ist dabei wesentlich billiger als Safran. Der Geschmack ist mild würzig, weswegen du ihn gegen Gelenkbeschwerden gerne großzügig zum Würzen benutzen kannst. Die entzündungshemmende Wirkung des in Kurkuma enthaltenen Wirkstoffs Kurkumin bei Kniearthritis wurde sogar durch Studien bestätigt. Die Wirkung von Kurkuma ist besser, wenn du davon größere Mengen konsumierst. Eine feine Prise über dein Gemüse gestreut hilft wenig. In Studien konnte auch gezeigt werden, dass das im Pfeffer enthaltene Piperin die Bioverfügbarkeit von Kurkumin um ein Vielfaches steigern lässt. Möchtest du also von den gesundheitlichen Vorzügen von Kurkuma profitieren, so achte darauf, die gelbe Wurzel immer mit einer Prise Pfeffer zu kombinieren. Egal, ob du damit Gemüse würzt oder ein Getränk zubereitest. Auch eine weitere Zutat der Goldenen Latte hilft gut bei Entzündungen, Ingwer. Ein Bestandteil des Ingwers hemmt ein Enzym, das bei Schmerzen im Körper aktiv wird. Ist dieses Enzym gehemmt, sind die Schmerzen abgemildert. Das Prinzip funktioniert wie bei einer Schmerztablette, nur etwas magenschonender und natürlicher. Die Bestandteile des Ingwers wirken besonders gut gegen Muskelschmerzen, aber auch bei leichten Kopfschmerzen und Rheuma, da Ingwer auch entzündungshemmende Eigenschaften hat. Aufgrund der schmerzstillende Wirkung wird Ingwer besonders gerne in der Therapie von Rheuma und Arthritis eingesetzt. Dadurch Ingwer Schmerzen verringert und Entzündungen gehemmt werden. Nicht nur zu Weihnachten kann man mit Zimt würzen. In Indien, der Heimat der Golden Latte, wird der schwarze Tee Chai das ganze Jahr über mit Zimt gewürzt. Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Sorten Zimt, die im Handel als Gewürz angeboten werden. Der klassische Ceylon-Zimt wächst in Burma, Bangladesch oder Sri Lanka und hat ein feineres, edleres Aroma. Schärfer und billiger wird's der Cassia-Zimt, der in großen Mengen aus China kommt. Den Unterschied erkennst du auch an den Röllchen, die aus der Rinde geformt werden. Cassia-Zimt wird in dickere Rindenscheiben geschnitten, bevor er zu Rollen geformt wird. Je dünner und feinblättriger, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Ceylon-Zimt handelt.
Grundsätzlich solltest du zum Verzehr Ceylon Zimt verwenden und nur zu Dekorationszwecken und zur Beduftung den Cassia Zimt wählen. Letzterer enthält nämlich erhebliche Mengen an Kumarin, welches giftig ist. Die Stiftung Warentest warnte nach einem Test vor vielen Zimtsternen und anderem Weihnachtsgebäck, das mit dem billigeren Cassia Zimt gewürzt bis zu 37x höhere Kumarinwerte als erlaubt enthielt. Achte also unbedingt darauf, welchen Zimt du zum Verzehr kaufst. Dieses Getränk eignet sich gut, um mit wenigen Schlucken gleich eine relativ große Menge Kurkuma aufzunehmen. Du brauchst, löse das Kurkuma-Pulver vorsichtig in etwas Milch auf und rühre die anderen Zutaten außer dem Honig mit dem Rest der Milch unter. Erhitze dann die Mischung und koche sie kurz auf. Das ist wichtig, um das Getränk sämig und cremig zu machen. Nach dem Aufkochen etwas abkühlen lassen und mit Honig süßen. Mit gelegentlichem Umrühren genießen. Es wird sich immer etwas Bodensatz bilden, wenn du vor dem Trinken nicht umrührst. Es ist wichtig, dass du auch den Bodensatz trinkst, um von den Vorzügen zu profitieren.